Hast du über meine Frage von gestern nochmal nachgedacht? Du meinst, nach dem Mörder zu suchen? Ich habe das mir für eine Feststellung gehalten. Bist du denn nach wie vor überzeugt davon? Ich habe gestern erfahren, dass man die Frau umgebracht hat, die einmal meine beste Freundin gewesen ist. Irgendein Dreckskerl hat beschlossen, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Einfach so. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich will dem Kerl, der das gemacht hat, in die Augen sehen. Ich will von ihm wissen, warum er das getan hat. Findest du das idiotisch? Nein, aber du scheinst in die Arbeit der Polizei wenig Vertrauen zu haben. Nichts gegen diesen Junge. Aber wo soll er denn auch anfangen zu suchen? Jeder kann die Leiche da oben vor dem Haus abgelegt haben. Selbst du. Ja, danke für die Blumen. Aber wer sagt dir eigentlich, dass der Täter ein Mann ist? Was hältst du von den Pakulats? Kann ich schwer einordnen. Der Kommissar scheint im Augenblick Johannes auf dem Kicker zu haben. Wegen seiner Schlüssel. Vielleicht nicht nur deswegen. Johannes ist ein kräftiger Bursche. Vor allem ist er ein Mann. Einer, der vermutlich auf normalem Wege keine Frau abbekommen wird. Genauso gut könnte sein jüngerer Bruder dahinter stecken. Oder der alte Pakulat. Ach, diese Überlegungen führen doch zu nichts. Findest du? Was ist zum Beispiel mit Hoffmann? Ja, er hatte zumindest einen Grund, zu der Zeit bei dem Haus zu sein. Aber wie und wo soll er Isabella begegnet sein? Und was ist mit dem Stau, in dem er angeblich gesteckt hat? Richtig, das wissen wir nicht. Könnte eine bloße Behauptung von ihm sein. Aber man kann sicher noch die Verkehrsmeldungen einsehen. Da müsste der Stau verzeichnet sein. Und was beweist das? Gar nichts. Wir würden immer noch nicht wissen, ob Hoffmann wirklich drin gesessen hat. Aber Dirk ist alles andere als ein Weiberheld. Ach nein? Und was ist dann das mit euch beiden? Ist da etwa jemand eifersüchtig? Nein, Dirk ist nicht mehr als ein Bekannter. Wir haben uns vor einem Jahr auf dem Waldfest kennengelernt. Wir hatten beide etwas getrunken und, naja, er hat mich zu Fuß nach Hause gebracht. Ich habe ihn hier übernachten lassen, damit er seinen Rausch ausschläft. Ah, ja. Auf der Couch im Wohnzimmer. Hey, und außerdem hat er doch eine Freundin in Flensburg. Ach was. Ja, na klar. Ich glaube, ich habe die beiden sogar mal zusammen gesehen. Bei einem Spaziergang in der Marienhölzung. Ich sag ja, das alles führt zu nichts. Wenn du Lust hast, komm doch einfach heute Abend vorbei. Dirk ist auch hier. Ich habe ihn eingeladen. Nur ein guter Bekannter, hm? Ja, na ja, gut. Dann eben ein Freund. Mehr eine Art Verbündeter, weißt du? Wir beide kommen von außerhalb. Solche Leute haben es immer schwer, von der eingeschworenen Dorfgemeinschaft akzeptiert zu werden. Also gut, ich komme gern, wenn du willst. Vielleicht haben wir bis heute Abend auch einen Plan, wie wir weiter vorgehen wollen. Warte noch eben. Du hast gestern von zwei Gründen gesprochen, warum du hergekommen bist. Einer davon war Benny. Aber den anderen hast du mir noch nicht verraten. Ach, das. Ja, raus mit der Sprache. Kannst du dir den zweiten Grund da nicht denken? Vielleicht möchte ich ihn gerne von dir hören. Also gut, ich bin deinetwegen gekommen.